Un momento prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Un moment. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Ihr Lieben, wir müssen einmal um die Erde. Das dauert etwas, denn die ist ganz schön groß. Es ist eine Telefonkonferenz, bei der ich einen geistlichen Impuls gebe, den wir dann alle gemeinsam leben. Wenn ich die 80 Orte anrufe, antworten sie: Hallo, wie geht's euch? Wie in einer lebendigen Familie. Wunderschön. Das ursprüngliche Ziel war bekanntlich, uns auf eine heilige Reise zu begeben, auf den Weg zur Heiligkeit. Endlich ist es soweit. Marco, kannst du das glauben? Nach all den Proben endlich auf Sendung. Wir freuen uns riesig. Wir haben gerade die Fotos von einigen von euch gesehen, die das letzte Collegamento mitverfolgt haben. Jetzt sind wir hier zusammen und starten mit der neuen Ausgabe. Und unglaublich, dass wir unsere Reise zum Genfest in Brasilien Revue passieren lassen können. Ich freue mich riesig. Ciao, Benedetta, wie ist die Stimmung auf der anderen Seite des Saals? Es ist überwältigend. Aber ich möchte daran erinnern, dass es nicht nur ein Genfest gab, sondern 44 weltweit. Und dieses Collegamento ist auch ein Anlass, euch allen für eure konkrete Hilfe zu danken, die es vielen Jugendlichen möglich machte, dabei zu sein. Ein herzliches Willkommen euch allen hier im Saal. Ihr seid mehr als 300 aus ganz Italien. Hey, da ist ja Elisabetta. Wir tranken ein Caipirinha an der Copacabana. Und Vincenzo, wir waren beim Genfest zusammen. Und dann sind da noch die vielen Zuschauer, die diesen Moment über YouTube mit uns teilen, auf der ganzen Welt. Und sie kommen alle aus verschiedenen Zeitzonen. Ich grüße deshalb Sabrina aus Los Angeles, wo es 9 Uhr ist, Jason aus Fortaleza in Brasilien, wo es 13 Uhr ist, Mark aus Kenia, 19 Uhr, und dann wollte ich auch Jopi in Korea grüßen, aber ich habe entdeckt, dass sie hier im Saal ist. Einfach unglaublich. Bitte schreibt uns eine WhatsApp, wo ihr uns verfolgt und wie viele ihr seid, und sendet uns auch Fotos an die unten stehende Nummer. So können wir uns besser vorstellen, dass auch ihr mit uns seid. Während dieser Ausgabe haben wir Gelegenheit, uns näher kennenzulernen. Ich stelle mich vor, ich heiße João, bin Brasilianer, lebe aber seit 2 Jahren in Bari in Süditalien. Ja. Und ich singe gerne. Ich heiße Benedetta, lebe in Nettuno in der Nähe von Rom, und an den Wochenenden bin ich Kampfrichterin im Taekwondo, einer koreanischen Kampfsportart. Ich bin Marco, ich bin zu Fuß gekommen, weil ich 5 Minuten von hier entfernt wohne, und ich tanze sehr gerne Salsa und Bachata. Ich heiße Mathilde und komme aus Parma, einer Stadt in Norditalien. In meiner Freizeit fertige ich Handtaschen an. Jetzt, wo ihr mehr über uns wisst, können wir anfangen. Wir beginnen also offiziell dieses Collegamento. Und wir beginnen mit der Erfahrung von Margret Karam und Jesus Moran, der Präsidentin und dem Co-Präsidenten der Focolar-Bewegung.
Wie ihr wisst, haben sie einen Monat in Brasilien verbracht, um die Gemeinschaften vor Ort kennenzulernen und am Genfest teilzunehmen. Nach ihrer Rückkehr haben wir sie interviewt. Questo viaggio è stato bellissimo e anche importantissimo. Diese Reise war sehr schön und auch sehr wichtig. Nicht nur für Brasilien, sondern ich glaube, sie war auch ein Meilenstein für die ganze Bewegung in der Welt. Wir sind vom Norden in den Süden gereist. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Entdeckung, dass das Charisma der Einheit viel größer ist als das, was wir darunter verstehen und uns vorstellen können. Ich möchte diese Reise in drei Worten zusammenfassen. Das erste ist Zuwendung. Zuwendung. Dieses Wort hat uns auf allen Etappen begleitet. Es war auch das Schlüsselwort des Genfestes, sowohl in Brasilien als auch auf der ganzen Welt. Besonders deutlich wurde es in Amazonien, wo wir zwei Fokulargemeinschaften haben, die mit der Ortskirche und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um sich um die Menschen zu kümmern, um das viele Leid in Amazonien lindern und die Verletzungen heilen zu helfen. Wir haben sie in voller Aktion gesehen. Das hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, sich um die Menschen, aber auch um die Schöpfung zu kümmern. Denn nur so können wir die Menschheit retten. Ich übergebe nun das Wort an Bischof Bernardo Balmann, Bischof von Obidos. Es gibt hier eine vielfältige Kultur aus verschiedenen Wurzeln, die in Amazonien alle zu einer eigenen Kultur geführt haben. Und diese eine Kultur basiert vor allem auf der indigenen Kultur der Ureinwohner. Auf der anderen Seite haben wir hier viele Schätze, Schätze der Natur. Und gleichzeitig gibt es viele soziale Situationen, große Herausforderungen, wie zum Beispiel die Armut, die Missachtung der Menschenrechte oder Umweltprobleme wie die Zerstörung des Regenwaldes. All dies bedeutet, dass wir heute neu darüber nachdenken müssen, wie wir für uns selbst sorgen können. Und in diesem Sinne können wir vor allem von den indigenen Völkern lernen, wie wir unseren Lebensraum wirklich miteinander teilen können, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen und auch zusammenarbeiten können, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Das zweite Wort ist also horizontale Solidarität auf Augenhöhe. Eine Aussage eines Jugendlichen, der an der ersten Phase des Genfestes in Fortaleza teilgenommen hat. Er sagte: Wir sind nicht dorthin gegangen, um zu lehren, sondern wir waren alle zusammen, um die Einheit und die gegenseitige Liebe zu praktizieren. So haben wir durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, selbst etwas gelernt. Ich bin von dieser Reise mit der Überzeugung zurückgekehrt, dass das gemeinsame Zeugnis eine große Kraft hat, ganz zu schweigen von der starken Erfahrung, die wir in CU, der Hausgemeinschaft der Spiritualitäten in Fortaleza, mit verschiedenen Bewegungen gemacht haben. Eine wunderbare Erfahrung von Gemeinschaft und Einheit. Das dritte Wort ist daran glauben. Wir haben Menschen getroffen, die davon überzeugt sind. Wir sind einer Gemeinschaft begegnet, die im Süden Brasiliens lebt und aus drei Völkern besteht: Brasilien, Argentinien und Paraguay. Und wir haben ihr Engagement gesehen, wie sie sich um andere kümmern und versuchen, die Wunden der Menschen zu heilen, auch die der Vergangenheit. Das hat mir den Satz aus dem Evangelium noch mehr bestätigt. Wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt und diesem Berg gebietet, rücke von hier weg dorthin. So wird er hinwegrücken.
Das Unmögliche wird möglich, aber nicht so sehr für uns selbst, sondern für andere, für die Menschen um uns herum. Dann das Treffen auf der Facenda de la Esperanza mit der Plattform Uniredes, die etwa 80 soziale Organisationen aus ganz Lateinamerika vereint. Dort haben wir über diese Dimension des Evangeliums gesprochen, die auf soziale Veränderung zielt. Das Evangelium ist nicht nur eine spirituelle Botschaft, sondern auch eine soziale Revolution. Es handelt sich um echte Zuwendung, denn es geht darum, Jesus dem Verlassenen entgegenzugehen, dem am meisten Benachteiligten, wie man in Lateinamerika sagt. Das heißt, den Letzten, den Benachteiligten der Gesellschaft. Auf diese Weise werden Tausende von Menschen von der Liebe berührt. Das ist übrigens eine Erfahrung, die wir, wie du gesagt hast, gemeinsam machen. Also nicht nur wir, das heißt nicht nur die Organisationen, die aus der Bewegung hervorgegangen sind, sondern auch Organisationen, die vom Charisma inspiriert sind. Und das ist grundlegend in Lateinamerika. Ohne soziales Engagement ist es nicht möglich, die Einheit aufzubauen. Die Einheit, der Aufbau der Einheit funktioniert also über das soziale Engagement. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir aus Brasilien mitnehmen. Nämlich die Bestätigung, dass die Einheit und der verlassene Jesus zwei Seiten derselben Medaille sind, die das Evangelium darstellt. Das wurde auch auf dem Genfest gesagt, als sie sehr eindrucksvoll über den verlassenen Jesus sprachen. Und dann war da noch das Geschenk unseres Besuchs in der Mariapoli Geneta. Diese Focolar-Siedlung entwickelt sich ständig weiter. Ein idealer Ort für die Ausbildung. Aber nach außen hin zeigt sie sich durch ein sehr konkretes Engagement für die Menschen in der Umgebung. Denn sie ist gut in ihr Umfeld integriert und öffnet ihre Türen für alle. Eine wunderbare Erfahrung. Cura. Solidarität horizontale, credo. Zuwendung, Solidarität auf Augenhöhe, Überzeugung. Mit diesen drei Worten hat Margaret, die hier bei uns ist, ihre Reise nach Brasilien zusammengefasst. Ich danke ihr persönlich, weil ich glaube, dass diese Worte auch meine Erfahrungen beim Genfest 2024 widerspiegeln. Diese klare Botschaft zeigt uns, wie wir unser Charisma leben können, was auch Jesus betont hat, als er sagte, der Aufbau der Einheit geschieht durch soziales Engagement. Auf ihrer langen Reise besuchten Margaret und Jesus verschiedene Focolar-Gemeinschaften in Brasilien. Beginnen wir mit dem CIU. Margaret und Jesus waren da, in Fortaleza. Dort haben sie mit eigenen Augen gesehen, wie 23 Gemeinschaften zusammenleben, die sich für den Schutz und die Förderung der Menschenwürde einsetzen. Schauen wir uns das gemeinsam an. Auf 112 Hektar Land haben 23 Organisationen, katholische Gemeinschaften und Institute beschlossen, eine Erfahrung der Gemeinschaft zwischen den Charismen zu leben. Seit 24 Jahren gibt es dieses Projekt in Fortaleza, Brasilien, bekannt als Condomínio Espiritual Uirapuru, geistliches Zentrum Uirapuru, was auf Portugiesisch Himmel bedeutet. Was das CIU auszeichnet, ist die Vereinigung verschiedener Charismen, die sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam Zeugnis geben, wobei jeder seinem eigenen Charisma folgt. Es gibt keine Vermischung, sondern eine gegenseitige Ergänzung. Als wir das Angebot erhielten, dieses Land geschenkt zu bekommen, waren wir sofort begeistert, Chiaras Traum zu verwirklichen, den sie Papst Johannes Paul II. 1998 versprochen hatte. Wir wissen, dass die Kirche und auch Sie, Heiliger Vater, die volle Gemeinschaft unter den Bewegungen wünschen, ihre Einheit, die schon begonnen hat. Aber wir möchten Ihnen versichern, dass wir uns mit aller Kraft dafür einsetzen werden, weil die Einheit unser besonderes Charisma ist. Entre nós,
Unter uns ist es üblich zu sagen, was ich habe, wird in dir verstärkt und umgekehrt. Diese Erfahrung in Gemeinschaft hilft auch jedem von uns, nicht nur das eigene Licht und die eigene Identität gegenüber den anderen zum Leuchten zu bringen. Die anderen werden für uns auch zum Ansporn, das ganze Evangelium zu leben. Und nicht nur ein Wort. Und so ist jede dieser Wirklichkeiten, jedes dieser Charismen eine Art Wächter für die anderen. Es ist wie mit dem wunderschönen Garten der Kirche, der dieses Merkmal hat. Es gibt Rosen in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Düften, aber alle sind im selben Garten gepflanzt und werden vom Lebenssaft Christi genährt. So erfüllen sie die Welt mit ihrem Duft und ziehen die Menschen unserer Zeit an, damit sie Jesus Christus erfahren können. Das ist die Erfahrung von Gemeinschaft, die wir hier machen. Verschiedene Charismen sind zusammengekommen, nicht um einander zu kopieren oder zu übertrumpfen, sondern um sich in der Sendung zu ergänzen. Vielleicht braucht die Welt wirklich so viele verschiedene Antworten, und der Heilige Geist weiß das. Deshalb hat er in jede Gruppe eine Antwort gelegt, damit wir gemeinsam auf die wichtigsten Fragen antworten können, die die Menschen im Herzen tragen. Unsere Brüder und Schwestern aus anderen Charismen, die hierher gekommen sind, spüren die Kraft einer lebendigen Kirche, die nach außen geht, was ja passiert. Einige der Organisationen, die wir gerade gesehen haben, sind hier im Saal vertreten. Daniela Martucci, die Präsidentin der Gemeinschaft Nuovi Orizzonti, gegründet von Chiara Amirante. Nelson Giovanelli. Und Nelson Giovanelli, kürzlich gewählter Präsident der EU. Nelson ist auch der Gründer der Pfadsender da Esperanza. Im Juni-Collegamento haben wir seine Geschichte erzählt, die auf dem YouTube-Kanal des Collegamento zu sehen ist. Und genau auf so einer Pfadsender da Esperanza habe ich die erste Etappe des Genfestes verbracht. Die Pfadsender ist ein therapeutisches Rehabilitationszentrum für Jugendliche zur sozialen Wiedereingliederung. Ich war auf einer Frauen-Pfadsender, auch mit Müttern und ihren Kindern. Eine sehr starke Erfahrung, die mir gezeigt hat, wie wichtig Vergebung ist, um nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen zu lieben. Wir setzen nun die Reise von Margaret und Jesus fort. Da, wo sich die Grenzen von Argentinien, Paraguay und Brasilien treffen, wurden Margaret und Jesus von 420 Landsleuten dieser drei Nationen empfangen. Es ist einer der schönsten Orte der Welt, aber auch ein Opfer der Politik. Als Margaret diese Orte besuchte, sagte sie, von dieser Grenze geht eine Hoffnung aus für alle Fokulargemeinschaften in der Welt und darüber hinaus. Wir haben einige, die in dieser Region lebten, gefragt, ob sie uns etwas darüber erzählen können. Seid ihr da? Hola. 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 Bueno, nosotros sabíamos que Margaret. Wir wussten, dass Margaret in Brasilien war. Also beschlossen wir, sie zu den Iguazu-Wasserfällen einzuladen, einem der 7 neuen Weltwunder. Wir luden sie auch ein, unsere einzigartige Erfahrung kennenzulernen, bei der drei Länder mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen zusammenkommen, um ihr Leben miteinander zu teilen. Diese Erfahrung hat 2016 mit einigen Fokularen auf Zeit begonnen und wird fortgesetzt. Wenn wir die Gemeinschaften besuchen, organisieren wir auch Wort des Lebens-Treffen und führen Einzelgespräche. Diese Momente stärken die Einheit sowohl mit den Fokulargemeinschaften in Paraguay und Argentinien als auch mit denen in Brasilien.
Eine sehr wichtige Tatsache ist, dass diese Region, die wegen der Dreiländergrenze als nationales Dreieck bezeichnet wird, als eine Region des Drogen- und Waffenhandels gilt, wo es unzählige Probleme zwischen den 98 ethnischen Gruppen gibt, die zum Beispiel in und um Foz da Iguaçu leben. In der Gemeinschaft, in der wir leben und die wirklich groß ist, gibt es diese Probleme nicht. Denn es gibt etwas Größeres, das uns eint, nämlich das Leben in der Gemeinschaft, das wir miteinander verwirklichen. Wir sehen all diese Schwierigkeiten unter uns nicht, im Gegenteil. Wir arbeiten daran, dass sich diese Rahmenbedingungen ändern und ich bin sicher, dass sie sich ändern werden. Die Herausforderungen, vor denen wir in unserer Grenzregion stehen, sind groß. Zum Beispiel der interreligiöse Dialog und das Zusammenleben mit den indigenen Gemeinschaften. Ein kostbares Abenteuer. Wir sind überzeugt, dass wir diese Geschwisterlichkeit weiter ausstrahlen und auf unsere Völker und Gemeinschaften ausdehnen müssen. Bis jetzt war es eine wunderbare Erfahrung und ich glaube, wir machen Fortschritte. Wir bauen die Einheit jeden Augenblick weiter auf, indem wir die Schwierigkeiten der Entfernung und der Unterschiede sowie den Schmerz der Diskriminierung und der ganzen Wirklichkeit auf uns nehmen, denn die Grenzen gehören zum Menschsein. Danke, tschüss. Jetzt ist es an der Zeit, über das eigentliche Genfest zu sprechen. Aber zuerst gehen wir zurück in die Vergangenheit. War jemand von euch beim ersten Genfest dabei? Wie viele das sind? Unglaublich. Iride, du warst einer der ersten Jugendlichen der Bewegung. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Weißt du, die Erinnerung an diesen Tag bewegt mich noch heute. Der 1. Mai 1973 war unbeschreiblich. Tausende junger Leute saßen im Amphitheater von Ljubljana auf dem Boden und trugen weiße Hütchen, weil die Sonne so brannte. Und zum ersten Mal wurde von einem Genfest gesprochen. Dieses Wort gab es vorher noch nicht. Für uns war es ein wunderbares, unglaubliches Ereignis, das, glaube ich, unser Leben geprägt hat. Von uns allen. Das Schöne ist, dass das Genfest damit nicht zu Ende war. Es war der Beginn einer Reihe von vielen Genfesten und vielleicht können wir jetzt uns ansehen, wie das Abenteuer weiterging. Siamo pieni della storia e vediamo l'uomo crescere su profonde condizioni di semplice emozione. Siamo come un'umanità. Anscheinend hat sich die Nachricht rumgesprochen, dass der Friede machbar ist.
juntos para... Etwas zu spät. Uta, ciao. Wiederholen wir es. Juntos para... Oh, questo... Together, together. Gemeinsam für andere da sein. Das ist das Motto des Genfestes 2024, an dem in Brasilien mehr als 4000 Jugendliche aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Esatto, però quest'anno. Genau, aber in diesem Jahr gab es die Neuheit, dass das Genfest in drei Etappen aufgeteilt war. Die erste Etappe führte die Jugendlichen zu verschiedenen sozialen Aktivitäten in einigen Regionen Lateinamerikas. Benedetta, warst du nicht auch dabei? Ja, sure. Die erste Etappe habe ich in der Siedlung Ginetta und in Quilombo do Carmo verbracht. Dort hatte ich Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, die in einem pädagogischen Zentrum der Fokularbewegung betreut werden. Wir haben Wände bemalt und Drachen steigen lassen. Aber das Schönste war, Zeit mit ihnen zu verbringen, einfach zusammen sein. Wir Freiwilligen haben versucht, diesen Kindern das Gefühl zu geben, wichtig zu sein, geliebt zu werden. Und ich hoffe, dass wir sie ein wenig neugierig auf die große, weite Welt gemacht haben. Danke, Benedetta. Jetzt sehen wir einen Zusammenschnitt der ersten Etappe. Unsere Aktionen sind vor allem praktische Freiwilligendünste. Wir sind alle ganz begeistert und freuen uns, andere Kulturen und deren Wirklichkeit kennenzulernen. Für mich ist es eine Gelegenheit, neue Welten, Kontext und Lebensformen zu entdecken und zu teilen. Diese Tage waren sehr interessant, weil wir versucht haben, in die Ortsgemeinschaften hier einzutauchen. Hallo im brasilianischen Zentrum der Spiritualitäten in Fortaleza. Die erste Genfest-Phase beginnt. Oh, diese Tage waren extrem bereichernd für mich. Auch wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen, der Austausch, die Kommunikation und Liebe zwischen allen war echt. Ich denke, das Genfest bringt diese Vielfalt an Wissen zum Vorschein, wie auch das Potenzial, das in unseren Ländern und Regionen steckt. Gott hat uns auch durch seine Gegenwart ermöglicht, aus unserer Komfortzone herauszutreten, um eine solide gemeinsame Basis zu finden, mit vielen Instrumenten für den Frieden. Gemeinsam für andere da. Benedetta, ich habe Heimweh nach Brasilien und hätte wirklich Lust auf Reis und Bohnen. Das ist doch das typische brasilianische Essen. Ja, für wie viele Leute soll ich kochen? Wer möchte? Uno. So viele? Joao, hast du mich vergessen? Ich habe schon Entzugserscheinungen. Danke, für mich nicht. Ich habe in Brasilien genug davon gegessen. Das reicht. Wo hast du denn zu viel davon gegessen? Zufällig während der ersten Etappe? Die erste Etappe war wunderbar. Ich war im Afago, einem Zentrum für Kinder und Jugendliche in Pedreira, einer Favela in São Paulo, einem Armenviertel.
Es war eine wunderbare Erfahrung. In diesem Zentrum hat die neue Generation des Viertels wirklich die Möglichkeit zu spielen, zu wachsen, sich eine Zukunft aufzubauen und zu lernen. Als ich wieder abreiste, war ich voller Hoffnung, denn ich hatte gesehen, dass durch unser Engagement Veränderungen möglich waren. Nach der ersten Etappe und bereichert durch die Erfahrung der freiwilligen Arbeit, trafen wir uns in der großen Arena von Aparecida wieder, wo die zweite Etappe begann. Diese beiden Tage Genfest haben wir mit vielen aus der ganzen Welt gefeiert. Etliche Personen haben von ihren auch schwierigen Erlebnissen berichtet. In Aparecida fand auch die dritte Etappe statt, bei der jeder nach seinen beruflichen Fähigkeiten einen Bereich wählen konnte, in dem er sich einsetzen und das Ideal der Einheit verwirklichen möchte. Ich sehe schon die Augen einiger von euch leuchten, wenn sie sich an diese Momente erinnern. Ich möchte euch mitteilen, dass das brasilianische Kommunikationsteam eine Zusammenfassung des Genfestes vorbereitet, die bald auf unseren Kanälen zu sehen sein wird. In der Zwischenzeit haben wir dank ihrer Arbeit diesen Clip vorbereitet, den wir uns jetzt anschauen. Bist du bereit? Juntos para cuidar! Juntos para cuidar! Wir sind wirklich ein Netzwerk, das sich über alle Breitengrade erstreckt, und wir leben das Motto, das wir für das Genfest 2024 gewählt haben, auf 1000 verschiedene Arten. Juntos para cuidar. Gemeinsam für andere da. Ich weiß, dass nicht ich diejenige bin, die die Welt in Ordnung bringt. Aber ich frage mich immer wieder, was kann ich tun? Mein Name ist Christian und ich bin aus Melbourne, Australien. Die Idee war, das Leben der Jugendlichen der Fokularbewegung auf die Bühne des Genfestes zu bringen. Das haben wir getan und von Erfahrungen aus unserem eigenen Leben berichtet. Ich bin 23 Jahre alt und habe den Selbstmord meines jüngeren Bruders Samuel überlebt. Ich bin aus Damaskus, Syrien. Als der Krieg anfing, war ich 16 Jahre alt. Jeden Morgen haben wir uns in der Familie verabschiedet, in dem Bewusstsein, uns vielleicht zum letzten Mal zu sehen. So lebten wir 7 Jahre lang. Dann kam letztes Jahr das Erdbeben. Alles in uns brach zusammen. Wir erlebten Dunkelheit und Zweifel. Wo war Gott? Irgendwann wurde mir klar, dass das Einzige, was nicht zusammenbricht, Gott allein ist und dass ich mit anderen zusammen Trost und Ausdruck der Liebe Gottes sein kann für die, die leiden und die verzweifelt sind. Ich glaube, dass Jesus in unserem heutigen Leiden gegenwärtig ist, in den Gekreuzigten von heute, von den Frauen bis zu denen, die unter Gewalt oder irgendeiner Form von Diskriminierung leiden, von der Natur bis zu den Armen, von den Migranten bis zu den Ländern, in denen Krieg herrscht. Er ist gegenwärtig in den Einsamen, alten Menschen oder in den Jugendlichen, die noch unter den Folgen der Pandemie leiden. Ich möchte in die Welt hinausgehen und jeden umarmen, dem ich begegne, und in dieser Umarmung der Leidenden auch Gott umarmen. Das Stärkste ist die Vielfalt der Kulturen, die Menschen aus verschiedenen Ländern und mit ihren verschiedenen Sprachen. Aber wir sind eins in der Liebe, weil wir alle die gleiche Liebe leben, den gleichen Geist des Teilens, der gegenseitigen Hilfe und des Zusammenseins. Zum Genfest zu kommen war ein Traum, den ich seit meiner Kindheit hatte, als ich Gen 4 war. Ich bin hier, um junge Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt zu treffen. Tschüss! Jeder hat unterschiedlichste Fähigkeiten und ist in etwas gut. All das kann zur Geschwisterlichkeit, zum Aufbau der einen Welt beitragen. Diese Fähigkeiten wurden in Etappe 3 des Genfestes in 8 Gruppen aufgeteilt: Wirtschaft und Arbeit,
Dialog und Interkultur, Frieden und Menschenrechte, Gesundheit, Sport und Ökologie, Kunst und soziales Engagement, Bildung und Forschung, Kommunikation und Medien, aktive Bürgerschaft und Politik. Der Vorschlag für Etappe 3 ist, dass es danach weitergeht. Deshalb ist das Ziel aller Programme, die wir heute anbieten, dass diese jungen Leute in ihre Gemeinschaften und Länder zurückkehren und bereits über ein weltweites Netzwerk mit anderen verfügen, die, wie sie, an eine geeinte Welt glauben. So können sie sich schon bestehenden Projekten anschließen oder neue ins Leben rufen und Teil von Organisationen werden, die sich, wie sie, für den Frieden und die Einheit in ihrem Wirkungskreis einsetzen. Ich studiere jeden Tag Wirtschaft an der Universität, aber bisher habe ich meist nur den langweiligen, theoretischen Teil gesehen. In dieser Phase habe ich die schöne Seite entdeckt, die mir zeigt, was ich beitragen kann und vor allem, was ich für meine Mitmenschen tun kann. Wir sind viele Jugendliche hier, aber der Austausch findet nicht nur zwischen uns Jungen statt, sondern auch zwischen den Generationen. Viele machen sich Gedanken, was passiert mit der Umwelt oder wo bleibt die Geschwisterlichkeit zwischen allen? Ein großer Vorteil, hier zu sein, ist, dass ich mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt komme und mich mit ihnen über unsere Gemeinsamkeiten, aber auch über unsere Träume für die Welt sprechen und gemeinsam mit ihnen darüber nachdenken kann. Und dann ist es nötig, die Ärmel hochzukrempeln und Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Es reicht nicht, ein schönes Fest zu haben. Wir müssen mit grundlegenden Ideen nach Hause gehen für eine Transformation der Gesellschaft. Wir haben diese Tage gemeinsam erlebt. Aber das Genfest ist noch nicht zu Ende. Ich bin sicher, wenn ihr in eure Städte zurückkehrt, werdet ihr verstehen, wo ihr euch aufgrund eurer Interessen, eures Studiums oder eurer Arbeit einsetzen möchtet. In diesen Tagen habt ihr Miteinander in Einheit erlebt. Das ist eine Wirklichkeit, die weitergeht und euer Trainingsfeld ist, auf dem ihr Geschwisterlichkeit lernen und einüben könnt. Sarà questa la vostra palestra, a cui imparerete e vi allenerete a vivere la fraternità. All die Erfahrungen, die wir geteilt haben, all die Liebe, die wir erfahren haben, die Kraft in diesen 3 Tagen Genfest ermutigen mich und uns alle, uns in Projekten zu engagieren, universelle Geschwisterlichkeit zu praktizieren und letztendlich gemeinsam eine geeinte Welt aufzubauen. Denn wir sind hier zusammen, gemeinsam für andere da. Bisher haben wir über das Genfest in Brasilien gesprochen, aber an vielen Orten haben Jugendliche lokale Veranstaltungen organisiert und daran teilgenommen. Eines der lokalen Genfeste fand in Cutro in Süditalien statt. Dort ereignete sich im Februar 2023 ein großes Bootsunglück, bei dem 94 Migranten ums Leben kamen, die das Mittelmeer überqueren wollten. Joao, du warst am Genfest in Cutro, oder? Ja, während ihr von Italien nach Brasilien gefahren seid, war ich als Brasilianer beim Genfest hier in Italien. Ich erzähle euch, was ich erlebt habe. Es war sehr schön für mich. Doch als wir dort bei den künstlerischen Darbietungen die Lebensgeschichten der Migranten hörten, die über das Mittelmeer nach Europa gekommen sind, in der Hoffnung, ihr Leben neu aufzubauen, war das ein starker Moment für mich. Per me è stato un momento di angoscia,
Ich war erschüttert, diese Geschichten zu hören. Es war, als wäre ich einer von ihnen. Es half mir, die Situation mit anderen Augen zu sehen, ohne den Filter der Berichterstattung. Ich musste nachdenken und fragte mich, wie ist es im 21. Jahrhundert noch möglich, dass so viele Menschen so behandelt werden? Wir haben gerade einige Bilder von diesem Moment gesehen und ich sehe Benedetta neben Antonella. Sie war auch in Cutro dabei. Ja, bei uns ist Antonella Majorana, eine junge Frau aus Kalabrien, der Region, in der Cutro liegt. Wie hat die Focolare-Gemeinschaft auf das Bootsunglück von 2023 reagiert? Das Bootsunglück von Cutro hat viele Menschen nicht nur in Kalabrien tief bewegt. Angesichts dieser Tragödie war das Schweigen ein Akt des Respekts gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen. Es war aber auch wichtig, danach die Geschichten der Überlebenden zu hören, um die menschlichen und politischen Zusammenhänge zu verstehen, die zu solchen Tragödien führen. Schließlich müssen wir unsere Stimme erheben, um das Unrecht anzuprangern, aber auch um neue Wege der Solidarität und der Aufnahme vorzuschlagen. Denn wir glauben an ein Mittelmeer der Geschwisterlichkeit, nicht als Utopie, sondern als eine konkrete, wenn auch komplexe Möglichkeit. Wir jungen Menschen spielen auf diesem Weg eine sehr wichtige Rolle, denn wir können und müssen Aktivitäten fördern, die die globale Geschwisterlichkeit und die Menschenwürde in den Mittelpunkt stellen. Danke, Antonella. Wir sehen jetzt Ausschnitte aus anderen lokalen Genfesten. Hallo, ich bin Baska aus der Slowakei. Ich bin 18 Jahre alt und ich möchte euch von einer Erfahrung erzählen, die ich beim Genfest in Kecerovs gemacht habe. Dort haben wir Jugendliche aus der Slowakei eine Sommerschule für Roma-Kinder organisiert. Ich war als Betreuerin für eine Kindergruppe verantwortlich. In meiner Gruppe gab es einen Jungen, der ständig störte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit dem war es schwierig zu arbeiten. Als Gruppe besuchten wir verschiedene Workshops, aber er schien sich für nichts zu interessieren, bis der Erste-Hilfe-Workshop begann. Eika erklärte den Kindern die Herz-Lungen-Wiederbelebung und er schaute und hörte aufmerksam zu und setzte sich sogar direkt daneben. Trotz seiner Schüchternheit probierte er die Herz-Lungen-Wiederbelebung an der Puppe aus. Als Eika ihn die Rettungsweste anprobieren ließ und Simon ihm beim Überziehen half, strahlte er plötzlich. Ich glaube, er spürte die besondere Liebe und Aufmerksamkeit, die wir ihm geben wollten. Als er die Weste anprobiert hat, merkte er vielleicht, dass auch seine Träume wahr werden können. Für uns war es wichtig, zu verstehen, dass wir unsere Träume nicht vergessen dürfen, sondern fest daran glauben müssen, dass wir sie auch verwirklichen können. Ich freue mich auf den spontanen Austausch mit den Jugendlichen und darauf, positive Energie mit ihnen zu teilen.
Es gibt hier unzählige Möglichkeiten für Aktivitäten, viel zu erleben, neue Gesichter und aus anderen Ländern und vielen Kulturräumen. Es wird sicher ein unvergessliches Erlebnis bleiben und ich hoffe, dass viele Leute, vor allem junge Leute, diese Erfahrung machen können. Und nun verbinden wir uns live mit den Jugendlichen aus Pakistan, die im Focolar in Karachi das Collegamento mitverfolgen. Könnt ihr uns hören? Hallo! Hallo, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Bevor wir beginnen, möchte ich euch bitten, euch vorzustellen. Ich bin Shantel. Ich bin Rizwan. Wir kommen aus Karachi, Pakistan. Wir haben gehört, dass euer lokales Genfest unerwartet gut besucht war. Könnt ihr uns mehr darüber erzählen? Das Genfest war ein Traum. Als wir morgens ankamen, war niemand da und wir baten Jesus, dass dieser Tag ein starkes Zeugnis unserer Einheit werde. Nach diesem Gebet gingen wir zum Anmeldetisch und unser Herz war voller Freude, als wir sahen, wie viele junge Leute davor Schlange standen. Wir hatten mit maximal 500 Teilnehmern gerechnet, aber es kamen mehr als 800. Trotz der hohen Teilnehmerzahl und trotz mancher Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt, gab uns die Einheit unter uns und mit den Jugendlichen aus den Vereinen von ganz Karachi, aus den verschiedenen Konfessionen und Religionen das Gefühl, dass die geeinte Welt schon Wirklichkeit geworden war, von der wir mit Chiara Lubich immer geträumt hatten. Viele Monate vor dem Genfest haben wir begonnen, die Jugendlichen in den verschiedenen Pfarreien anzusprechen, um sie für das Genfest zu begeistern. Wir waren so froh, dieses Ideal unter den jungen Christen in Karachi und in unserer Provinz Sindh zu verbreiten. Auch unser Erzbischof Benny Mario Travas war begeistert und bereit, uns zu helfen. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit 11 verschiedenen Pfarrgemeinden vorbereitet. Die Erfahrungsberichte, Tänzer, Lieder und Theaterstücke präsentierten. Um ehrlich zu sein, hat das Genfest unsere Erwartungen übertroffen. Als wir uns über die große Zahl der Teilnehmenden wunderten, sagte ein Pfarrer: Seid nicht überrascht, die Leute haben lange auf dieses Ereignis gewartet. People were waiting for this event for so long. Grazie ragazzi per aver condiviso con noi il vostro Genfest. Danke, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie das Ideal von Chiara immer noch die Herzen so vieler junger Menschen erreicht. Danke nochmals und gutes Collegamento. Ich komme aus einer einfachen Familie und habe beim Genfest gelernt, über mich hinauszuwachsen. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt, obwohl wir verschiedenen Kirchen angehören. Wir kommen aus verschiedenen Teilen des Landes und haben gemerkt, wie unterschiedlich wir alle sind. Durch die Vorträge haben wir viel über wichtige Themen gelernt. Wir sind auch praktisch tätig geworden, indem wir Müll am Strand gesammelt haben und Waisenhäuser für Straßenkinder und Gefängnisse besucht haben. Wenn ich nach Hause zurückkehre, möchte ich das Gelernte umsetzen.
Vor dem Genfest hatten wir eine dreitägige Schulung, wo wir über wichtige Themen wie Ökologie, interreligiösen Dialog und vieles mehr gesprochen haben und wo wir uns mit Experten und Jugendlichen austauschen konnten. Ich möchte Gott Dank sagen dafür, dass er all diese jungen Menschen der Fokolarbewegung aus Zentral- und Westafrika hierher nach Mann geführt hat. Allein durch ihr Kommen kümmern sie sich um uns. Denn sich um andere zu kümmern, bedeutet auch, andere zu besuchen, sie willkommen zu heißen, im Bewusstsein, dass es Menschen außerhalb unserer eigenen Länder und der eigenen Familie gibt. Ich bin sehr glücklich über diese Tage des Friedens, der Geschwisterlichkeit und der Liebe. Hier herrschte Freude und Liebe und wir hatten viel Freude. Wir haben beschlossen, die Einheit in der Vielfalt weiter zu verbreiten und weiter in der Liebe zu bleiben, ohne irgendjemand zu diskriminieren. Wir haben das Genfest sehr genossen. Es war großartig. Menschen aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Hintergründen hatten hier die Möglichkeit, sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig kennenzulernen. Auch wenn die meisten von uns viel zurücklassen mussten, hatte sich jeder und jede ein Ziel gesetzt. Und Gott sei Dank haben die meisten von uns ihr Ziel erreicht, für das sie gekommen sind. Ich bin sehr dankbar, dass das Genfest ein Erfolg war. Ich bin Sarah, eine Gen aus Ägypten. Wir haben das Genfest mit 60 jungen Menschen aus Ägypten, Eritrea und dem Sudan vorbereitet. Wir hatten den Wunsch, die geeinte Welt unter uns zu verwirklichen und sie dann allen anderen zu zeigen. Am ersten Tag sprachen wir über Grenzen und wie man sie zu Orten der Begegnung machen kann. Am zweiten Tag sprachen wir über Talente und wie wir sie in den Dienst der anderen stellen können. Die beiden Tage des Genfestes waren dann der Aussaat gewidmet. Mit Freude und Liebe arbeiteten wir in verschiedenen Workshops zusammen, mit Blick auf den sozialen Aspekt und im Zugehen auf einsame und alte Menschen. Wir beendeten die beiden Tage mit einem Gebet in der Sicherheit, dass Jesus in unserer Mitte die Wahrheit offenbaren wird, an die wir glauben. Eine geeinte Welt. Dieses Genfest ist das erste in Ägypten und wir freuen uns sehr darüber. Es ist Teil des großen Genfestes, das in vielen Ländern der Welt stattfindet. Wir konnten den Menschen helfen, sie glücklich machen und ihnen Friede und Liebe bringen. Anna Mariam. Ich bin Mariam. Schon vor ein paar Monaten begannen wir mit den Vorbereitungen für das Genfest in Ägypten. Sobald wir auf der Bühne standen, war die ganze Müdigkeit vergessen und wir versuchten, alles mit Liebe und Freude zu tun. Wir traten mit großer Begeisterung auf und wollten mit unserer Darbietung unseren Glauben an eine geeinte Welt widerspiegeln. Diese Botschaft konnten wir den 200 Teilnehmern vermitteln und das war der Höhepunkt unserer gegenseitigen Liebe. Together to care. Gemeinsam für andere, gestern, heute Morgen, ist der Titel des Genfestes im Nahen Osten und Nordafrika. Wir sind in Ajilun, einer Stadt im Norden Jordaniens, wo sich vom 26. bis 31. August 100 Jugendliche, Christen und Muslime aus 8 Ländern der Region trafen. Ziel des Genfestes ist es, junge Menschen zu ermutigen, sich um ihre Mitmenschen und die Umwelt zu kümmern und so eine Antwort auf lokale Probleme und globale Herausforderungen zu geben. Auch eine Gelegenheit, gemeinsam zu bezeugen, dass Frieden möglich ist, angefangen bei uns selbst. La paix pour moi,
Für mich persönlich war Frieden schon immer ein Ideal, das ich anstrebte. Das Thema des Genfestes, gemeinsam für andere, hat einen starken Bezug zur Kultur des Friedens. Sich um andere zu kümmern bedeutet, Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen, Respekt und auch auf Liebe basieren. Indem wir uns umeinander kümmern, können wir gemeinsam auch eine harmonischere und friedlichere Welt aufbauen. Eine Entscheidung, jeden Tag ist, im Augenblick zu leben. Das ist alles, was uns in unseren Schwierigkeiten bleibt. Auf die Vergangenheit blicken, verführt uns zum Bereuen oder Grübeln über Vergangenes. Oder wir denken nur an die Zukunft vor uns, die wir noch gar nicht kennen. Bei allem, was wir erleben, sollten wir immer daran denken, dass wir einzig den Augenblick in der Hand haben und wir uns nicht mit anderen Menschen oder Situationen vergleichen. Versuchen wir doch lieber, mit allen Mitteln und Fähigkeiten uns zu bessern. Trotz aller Schwierigkeiten in diesen Ländern sieht man hier die liebevollen und geschwisterlichen Beziehungen zwischen diesen jungen Menschen. Das gibt uns viel Zuversicht, dass eine geeinte Welt möglich ist. Nach diesen Tagen kehren wir mit der Gewissheit in unsere Länder zurück, dass unsere Stimmen lauter geworden sind und unser Ruf nach Frieden und Einheit alle Teile der Welt erreichen wird. Jetzt ist Margaret bei uns auf der Bühne. Was soll ich sagen? Der Gedanke, dass wir das Genfest überall auf der Welt erlebt haben, dasselbe Ereignis und dasselbe Ideal an so unterschiedlichen Orten, hat mich wirklich bewegt. Wir haben gerade diese Worte gehört. Wir kehren in unsere Länder zurück mit der Gewissheit, dass unsere Stimmen lauter geworden sind und dass unser Ruf nach Frieden und Einheit alle Teile der Welt erreichen wird. Das sind starke Worte angesichts der Konflikte und Spannungen, die in vielen Ländern und Regionen der Welt herrschen. Deshalb laden wir jetzt alle zu einer Schweigeminute für den Frieden ein. Beten wir für Gerechtigkeit und Frieden in allen Teilen der Welt. In tutti i punti della terra. Margaret, abbiamo vissuto esperienze bellissime di unità nei Genfest. Margaret, wir haben während des Genfestes schöne Erfahrungen der Einheit gemacht und wir alle hier haben heute einen Einblick in beeindruckende Zeugnisse erhalten. Aber ich habe einen Zweifel. Ist die Idee einer geeinten Welt deiner Meinung nach möglich oder ist sie eine Utopie, Fantasie? Wie siehst du das? Schau, nach diesem Moment habe ich vor allem den Wunsch, zu schweigen und zu beten für all das, was in verschiedenen Teilen der Welt geschieht. Wie du habe auch ich manchmal Zweifel, weil der Schmerz zu groß ist, den viele erleben oder den wir sehen. Dennoch bin ich voller Hoffnung vom Genfest zurückgekehrt. Ich sagte mir, diese Hoffnung kann uns niemand nehmen oder stehlen, weil wir an jemanden glauben, der uns nicht enttäuschen wird.
che non ci può deludere. In diesem Zusammenhang habe ich kürzlich gelesen, was Chiara 1998 zu den Jugendlichen für eine geeinte Welt gesagt hat. Mir schienen diese Worte Chiaras gerade für uns heute gemacht zu sein, und sie haben mir geholfen, wieder zu glauben, einfach zu glauben. Ich möchte diese Worte mit euch teilen. Chiara sagte, ihr wollt eine geeinte Welt und arbeitet dafür, für eine Welt des Friedens und der Geschwisterlichkeit. Und was tut ihr? Aktivitäten, die vielleicht klein und unbedeutend erscheinen im Vergleich zu dem Ziel, das ihr euch gesetzt habt. Di fronte all'obiettivo che vi siete proposti. Forse einige von euch arbeiten wahrscheinlich direkt in den verschiedenen Organisationen, die sich für eine geeinte Welt einsetzen. Al mondo unito. Ma penso che se tutto ciò sarà utilissimo. Obwohl all dies sehr nützlich ist, glaube ich, dass weder das eine noch das andere entscheidend sein wird. Vielmehr wird es darum gehen, der Welt eine Seele zu geben. Und diese Seele ist die Liebe. Heute ist es notwendig, Liebe zu sein. Und das bedeutet, mit dem anderen zu fühlen, in die Haut der anderen zu schlüpfen und die Einheit auf dem ganzen Planeten zu suchen. Lebt also Beziehungen der Einheit und der Solidarität, die in der Liebe wurzeln. Lebt diese Liebe vor allem unter euch selbst. Um dann die anderen zu erreichen, die anderen Völker, die Verantwortlichen der Länder, der Institutionen, der kleinen und großen Organisationen der Welt. Nelle istituzioni, nelle organizzazioni, piccoli e grandi del mondo. Dovunque. Überall. Dann können die Ziele erreicht werden, für die sie geschaffen wurden. Und so können wir wirklich für eine geeinte, eine friedlichere Welt arbeiten. Per un mondo unito, un mondo più pacifico. Grazie Margaret. Grazie per questa riflessione, perché sento che davvero. Danke für diese Gedanken, denn ich denke, wenn ich mich echt bemühe, meinen Nächsten zu lieben und dieser Mensch arbeitet vielleicht eines Tages in einer Institution, denn Institutionen bestehen ja aus Menschen, oder? Dann wird er das vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise tun. Also vielen Dank. Und wir wissen, dass morgen eine weitere wichtige Aufgabe auf dich wartet, denn du wirst den ganzen Oktober im Vatikan sein, wo die Synode stattfindet. Meine Frage ist, wie bereitest du dich darauf vor? Quindi ti volevo chiedere come ti stai preparando per questo evento. Dire la verità, mi sto preparando. Tatsächlich bereite ich mich, wie viele von euch, seit 3 Jahren auf diesen Weg vor, also nicht erst seit kurzem. Und alle in der Welt, auch in der Bewegung, bemühen sich, den synodalen Stil, der das Hauptthema der Synode ist, immer besser und häufiger zu leben. Sempre meglio, sempre di più, anche lo stile sinodale. Questo è anche l'oggetto principale del sinodo. Ich bereite mich im Gebet vor und zähle dabei auch auf euer Gebet, das ich in meinem Herzen mitnehmen werde. Ich möchte diese Zeit auch als echtes Engagement für den Frieden leben. Io spero che anche questo momento del sinodo, dove saranno radunati anche. Ich hoffe, dass diese Synode, an der Bischöfe, Kardinäle und Laien aus der ganzen Welt teilnehmen werden, wirklich eine Erleichterung bringen und eine Antwort Gottes für den Frieden in der Welt sein kann. Un piccolo risposta anche di Dio
In diesem Bewusstsein möchte ich leben und ich hoffe, dass wir dies gemeinsam tun werden. Danke, Margaret, für deine Worte. Und damit sind wir am Ende dieses Kollegamentös angelangt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um allen lokalen Gemeinschaften zu danken, die das Genfest unterstützt und dazu beigetragen haben. Danke für die Liebe und Großzügigkeit aller, die es den Jugendlichen ermöglicht haben, daran teilzunehmen. Wir erinnern auch daran, dass Brasilien nur wenige Monate vor dem Genfest von schweren Überschwemmungen heimgesucht wurde, die im Süden des Landes große Teile verwüstet haben. Unsere Gemeinschaften halfen bei der Bewältigung dieser Notlage mit, auch dank der Unterstützung der weltweiten Gütergemeinschaft. Und jetzt laden wir euch zu einer weiteren außergewöhnlichen Spendenaktion für den Nahen Osten ein, um all den Menschen dort zu helfen, die unter den Konflikten leiden. Informationen und Spendenmöglichkeiten gibt es, wie eingeblendet, unter www.focolare.org. Oder www.amo-it.eu oder www.afnonlos.org. Wow, unglaublich, wie viele uns auf der ganzen Welt verfolgen. Im Moment sind es 8000 Zugriffe. Aber wenn man bedenkt, dass viele das Collegamento in Gemeinschaft verfolgen, ist das eine riesige Zahl. Wenn zum Beispiel 10 Zuschauer pro Zugriff dabei sind, nicht mitgezählt diejenigen, die sich das Collegamento im Nachhinein ansehen. Wir haben sogar auch Fotos bekommen. Sie schauen uns aus Sizilien zu. Da, viele Grüße dorthin. Dann aus der Siedlung Arco Iris in Portugal. Da hättet ihr ein besseres Foto nehmen sollen. Aus Costa Rica. Ein Gruß nach Costa Rica. Zurück nach Italien. Ein Gruß aus Parma. Das ist übrigens Matildas Stadt. Aus Benin. Ein Gruß an euch. Curato in Italien. Brasilia. Was für ein Echo im Saal für Brasilien, das immer noch in unseren Herzen ist. Mondragon in Italien. Sacona in Treviso. Ich hoffe, die Aussprache ist richtig. Neuquén, Argentinien. Und dann Créteil, Frankreich. Danke, dass ihr bei uns seid. Achtung, wir wissen auch, dass uns in Argentinien über 450 Jugendliche in der Focolar-Siedlung O'Higgins folgen, die an diesem Wochenende ihr jährliches Jugendfestival feiern. Auf geht's, Freunde! Danke, dass ihr uns gefolgt seid und wir hoffen, dass ihr dadurch einige unserer Genfest-Erfahrungen miterleben konntet. Diese Ausgabe oder einzelne Beiträge sind auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Die vollständige Version wird zusätzlich zu den 5 bereits verfügbaren Versionen in 9 weitere Sprachen übersetzt. Der YouTube-Kanal wurde überarbeitet und wir hoffen, er gefällt euch. Wir sind nun am Ende angelangt und freuen uns auf das nächste Collegamento am Samstag, den 14. Dezember 2024, 20 Uhr. Auf Wiedersehen.
acreditando num mundo unido. Continueremo ad offrire la nostra vita per i fratelli. Seguimos eligiendo el perdón. Continueremo a dire tu sei importante per me. Non está sozinho. Tu es important pour moi. You are not alone. No estás solo. Continueremo ad avere speranza. Continueremo a credere che la pace è possibile.